In dieser Woche haben wir euch gezeigt, wie die Bahnfigur aus dem Zirkel wechseln geritten wird. In der nächsten Woche wird es nochmal etwas kniffliger. Dann zeigen wir euch durch den Zirkel wechseln. Hi und herzlich willkommen auch von mir bei den Reitefahr-News. Wir haben heute für euch weitere Bahnfiguren gedreht. Zum einen Zirkel verkleinern und vergrößern, zum anderen die einfache Schlangenlinie an der langen Seite. Ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf die Videos von Lucy und mir freuen. Am Wochenende findet die Equiva Dressurgala auf Schloss Wegrad statt. Zu sehen gibt es Nachwuchsreiterinnen und Reiter und Nachwuchspferde auf höchstem Niveau. Ich selbst habe dort auch als Teilnehmerin einige Male mitgemacht, dieses Jahr allerdings werde ich nur Zuschauer sein. Nächste Woche könnt ihr euch auf ein Video von den Highlights freuen und in der Infobox findet ihr die Highlights vom letzten Jahr. Das waren die Reit-TV-News für diese Woche. Und nicht vergessen, am Sonntag stellen wir auf unserem YouTube-Kanal ein weiteres Mitglied der Reit-TV-Community vor. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.